R-E-W-I-N-S-I-D-E. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Mit dabei ist heute der liebe Herr G-Time. Guten Tag. Hallöchen. Mr. Kevin, wollen Sie zu mir nach oben kommen oder soll ich zu Ihnen nach unten kommen? Wie handhaben wir es? Ach so, du bist oben an deinem Haus? Ich komme ganz kurz runter zu dir. Du hast zwar noch mein neues Haus noch gar nicht gesehen, wie es aussieht oder sowas. Ich weiß halt nicht. Wie lange brauchst du denn, bis du hier oben bist? Dann kannst du mal kurz durch den Minecart Ich stehe direkt vor dem Minecart auf. Ja, moin. Dann komm ich hoch. Schau es dir mal ganz kurz an. Sag mal bitte, was du davon hältst, Dicker. Interessiert mich. Komm mal ran hier. Mehr bin ich auf Meinung. Das Villager-Ergebnis gespannt. Schau mal hier. Krass, Alter. Ey, das ohne Witz, ne? Ja. Bis auf das Dunkelholz baue ich genau mit denselben Materialien. Ja, also halt nicht so schön, ne? Aber sonst ist das fast... Ah doch, ich würde schon sagen, das ist schön, Bau. Aber du hast das Glas so gemacht mit Scheiben. Ich habe bei mir Blöcke genommen. Das mit Scheiben sieht doch besser aus. Ja, vor allen Dingen ist es halt wirtschaftlicher, ne? So, komm mal mit, Kevins. Pass auf, wir gehen jetzt mal rüber zur Villager-Farm, meine Freunde, die wir gestern quasi errichtet haben in der Folge. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie unser Endergebnis aussieht. Denn wir werden ja da wahrscheinlich schon einiges an Villagern haben. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal ein Stack Emerald hier dabei. Ich habe Kartoffeln, ich habe Bücher dabei, ich habe Zettel dabei. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal gut Villager traden und schon mal ein paar scheiß Villager wahrscheinlich umbringen. Kevin, ich habe auch gesehen, dass es einen neuen Herrscher Kiri gibt, ne? Ja. Also es gibt schon zwei Herrscher Kiris. Ich habe sogar überlegt, Kevin, dass wir vielleicht die gleich schon mal wieder entführen, damit wir die quasi von den anderen separieren. Sonst vermehren sich nämlich nur faule Villager, die nichts arbeiten wollen, weißt du, die nicht traden wollen. Ja, und das wollen wir natürlich nicht, weißt du. Wir wollen natürlich, dass die Familie von Petrit da unter sich bleibt in diesem Sinne. So, pass mal auf. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier rüber, Leute. Also es ist auf jeden Fall... Bis jetzt sieht man da niemanden. Richtig gut was los. Ja, pass mal auf, Dicker. Pass mal auf. Ich habe auf jeden Fall auch Tag und Nacht hier gesessen, Leute, und Nachtwache gespielt, weil die Villager teilweise hier mit Zombies überrannt sind. Du hast schon Eisengolems. Ja. Aber schau mal hier, also hier ist auf jeden Fall schon buntes Treiben am Start. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Farmer-Villager beispielsweise hier auch. So, schau mal hier, Kevin, pass mal auf. Komm mal her, krass. Komm mal her zu mir, Kevin. Komm mal hier rüber, pass mal auf. Wir traden die jetzt alle mal hoch, damit du dir auch ein paar Emeralds traden kannst. Hier gebe ich dir mal ganz was von dem Stuff. Dann kannst du das finde ich mega korrekt schon mal von verkaufen. Dir. Dann kannst du das schon mal verkaufen. Dann können wir nämlich jetzt schon mal hingehen und Ehrenmann. Die ganzen Ehrenmann. Guck mal hier, da, drei Shakiris schon, die hier rumlaufen, Alter. Junge, seine Mutter, Shakiri, sein Vater. Oh, der ist richtig fruchtbar, Junge. Junge, der bumst hier immer weiter, der hört gar nicht auf, der alte F***er. Also wir haben auf jeden Fall hier schon eine Menge Farmer. Boah, ist das hier ein Chaos, Alter, was ist denn hier? Oh mein Gott, die rödeln immer weiter, Junge. Junge. Oh, guck mal hier. Der Farmer zum Beispiel, der verkauft schon mal gut Stuff. Pass mal auf. Dann gehen wir schon mal hin. Wir kaufen uns hier schon mal ein paar Emeralds. Das ist, glaube ich, der Farmer, den wir von Anfang an hatten. Was ist mit dem hier? Der verkauft Kartoffeln. Dann holen wir uns hier nochmal ein paar Emeralds ab. Bam, 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 bam. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Bibliothekar. Der verkauft Curse of Binding als Buch. Ist doch eigentlich sinnvoll, oder? Das ist nicht gut. Hä? Wie? Nein. Ist nicht gut. Wollen wir kein Curse of Binding Buch? Er verkauft jetzt noch einen Kompass. Bücherregale verkauft er auch. Soll ich mal ganz kurz hingehen und ein Bücherregal kaufen? Drei? Für drei kannst kann man du ja machen. Machen wir einfach mal, Leute. Dann schauen wir mal ganz kurz, was danach kommt. Wir möchten nämlich unbedingt einen Mending Villager haben. Das ist natürlich jetzt hier das Goal, Leute, was wir brauchen. Okay, eine Clock. Was verkauft er hier? Zwei Written Books. Okay, er verkauft da Glas. Das ist Schwachsinn. Das heißt, du bist schon mal ein Lappen. So, pass mal auf. Was hast du jetzt als zweites Buch hier? Emeralds für 10 Bücher. Kompass. Bücherregale wieder. Kaufen wir nochmal ganz kurz ein paar Bücherregale. Wir müssen natürlich gucken, Leute, was die alles im Angebot haben. Das heißt, wir müssen jetzt alle erstmal hochtraden und schauen, ob da irgendwas dabei ist, was sinnvoll ist für uns. Kann man nicht die ganzen Villager, die eigentlich hingehen. Oh, wir haben sogar schon Iron Golems hier, Alter. Die Heidewitzka, Brudi. Kartographer. Ach, Kartographer sind andere als Librarian, ne, Kevin? Ja, die kannst du eigentlich töten, aber greif die noch nicht an, weil sonst greifen dich die Eisengolems an. Du musst am besten einen Lava-Eimer nehmen und schüttest den immer so einmal kurz auf, die, dass die brennen, weißt du? Hier ist noch ein Librarian, aber den kenne ich schon. Das verkauft der verkauft Power 1. Ah, okay. Der hat sich auch ein bisschen außerhalb gestellt. Der will sich nicht vermehren, Alter. Der hat ich würde, weil du kannst ja nur eine bestimmte Anzahl von denen haben, ne? Irgendwann geht das ja nicht mehr weiter. Ja. Ich würde deine ganzen Kinder von Herrscher Kiri würde ich töten. Was? Und, das können wir nicht machen, Alter. Patrick wird uns umbringen, Junge. Patrick wird uns hassen. Dann würde ich sagen, dann bringen wir ihm doch die ganzen Kinder nach Hause. Also, da wird sich Petrit bestimmt Lass uns gleich wirklich mal die ganze Shakiri-Family rüberbringen, Alter. Lass dir die auf jeden Fall schon mal unten irgendwo hinstellen, Dicker. Die wird, deswegen... Oh Gott, ich habe einen Villager gehauen. Der Iron Golem will mich töten. Ja, der ist jetzt aggressiv auf dich. Der läuft hier gerade rum. Soll ich den umbringen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du eine Chance hast gegen den Iron Golem so. Klar, Junge. Ja, okay, mit Bogen kannst du schaffen. Komm, Junge, verreck, Alter. Lass mich in Ruhe. Geh auf Seite, Bruder. Weg mit dir. Da ist er tot, Junge. Zack, das hast du jetzt einfach, mein Freund. Check your recipe book. Okay. Oh, hier, der Librarian hat sich gerade vermehrt. Nein, er wollte gerade f***en und ich bin dazwischen gegangen. Oh, schade, Alter. Was ist denn, wenn wir alle Librarians quasi zueinander stellen, Kevin? Das macht keinen Unterschied. Das ist völlig random, was dabei rauskommt. Das heißt,
Librarians machen nicht nur Librarians. Okay. Nee. Also ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle die Librarians aufheben und ich würde hier Schmiede aufheben. Aber die Kartografer kann ich töten, ne? Ja, Kartografer, Kleriker würde ich weghauen und ich würde an deiner Stelle so Farmer die... Hau rein, Bruder. Entschuldigung, es tut mir leid. Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ordentlich aussortieren. Wie gesagt, das Wichtigste ist ja eigentlich, die Mission dieser Folge war ja gewesen, dass wir Herr Shakiris Familie quasi mal zu Patrick nach Hause bringen. Damit Patricks Familie mal wieder zusammengeführt wird. Lederworker brauchen wir auch nicht. Tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Schrecklich hier eigentlich, oder? Was wir hier gerade machen, Kevin. Das ist wirklich schon geisteskrank, ne? Aber gut. Findest du eigentlich ganz in Ordnung. Die einfach alle umzubringen, oder? Ja. Junge, ich komme mir vor wie sonst was hier, Kevin, ne? Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Der rennt weg von mir. Der versteckt sich. Ja, wenn du die angreifst, rennen die weg. Dann wollen die natürlich nicht getötet werden. Wo ist der? Da ist schon wieder ein neuer Iron Golem. Okay, komm. Jo. Boah, überleg mal, wie schnell die Iron Golems hier nachkommen. Ja, wir können auf jeden Fall noch eine Iron Golem Farm daraus machen, Leute. Das wird auf jeden Fall auch ganz krass. Ja, könnte man anbinden. Echt nicht verkehrt. So, die kommen wirklich schon gut nach hier. So, pass mal auf. Du musst auch gesniped werden. Es tut mir leid. Oha, nein, war das ein Librarian? Na, Kartografer, okay. Wusste ich, Leute. Das war hier bewusst. Ist einer. Den so. Verkauf Projektil Protection 4 hast du. Sehr gut. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Aber den hatte ich, glaube ich, schon. Pass mal auf, Kevin. Ich würde sagen, pass mal auf, ich gehe jetzt mal zu allen Farmern hin und verkaufe auf jeden Fall schon mal meinen Shit mal wieder hier. So, Farmer, pass mal auf. Ich gehe auf jeden Fall mal zu dem Boy hier. Verkaufe nochmal ganz meinen ganzen Müll bei ihm, Alter, damit ich ein paar Emeralds da rausbekomme. Zack, zack, zack. Potatoes gibt's für dich auch hier, mein Brudi. So, schau her. So, wir warten ganz kurz. Bist du zufrieden oder nicht? Sehr schön. Dann kann ich wieder Weizen bei dir verkaufen. Her damit. So. Kartoffeln wieder freischalten. Gib her. Sehr schön. So, Leute. Also, ihr seht auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr wirtschaftliches Unterfangen hier. Allein durch die ganzen Gemüsesorten, die wir hier verkaufen können, lohnt sich das einfach schon krass. Vor allem, weil wir jetzt mehrere Farmer halt haben. Weißt du, Kevin? Das ist halt schon richtig verkehrt. Mit denen kann man ja die Farmer sind schon einiges wert. So, aber wir müssen einen mit Mending bekommen. Ja, und der Typ will immer weiter Karotten hier kaufen. Ich glaube, der hat, glaube ich, so einen Fetisch. Bleib mal hier. Ey, lauf mal nicht weg, Bruder! Warum so hyperaktiv? Was ist mit dir? Komm zurück, Mann. Alter, was ist mit dir? Ja, ein Mending-Villager. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen, Leute, aber irgendwann werden wir ihn haben, Alter. Ja. Und dann werden wir damit auf jeden Fall ordentlich abkassieren können. Ist ja noch irgendeiner dabei, der schwachsinnig ist? Nee, sonst haben wir eigentlich alles ganz gut aussortiert. Pass mal auf, Kevin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz hin und bauen ganz kurz ein kleines Denkmal für Familie Shakiri. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Wir werden auf jeden Fall jetzt unten direkt am Aufzug werden wir quasi ein kleines Häuschen hinstellen, wo es dann heißt, okay, Leute, hier wohnt nur Familie Shakiri. Und ich würde sagen, ich hole mal ganz kurz ein bisschen Holz. Hast du Holz dabei, Kevin, zufällig? Nee, ich hab gar nichts dabei. Oh mein Gott, Geisterboot! Bist du das? Ja. Ich sitze da, du siehst mich nicht. Nee, ich seh dich nicht. Dann geh mal ganz kurz ein bisschen Holz holen, damit wir ein paar Boote machen können. Dann holen wir schon mal die ganzen faulen Villager, mit denen man quasi gar nichts anfangen kann. Holen wir direkt mal rüber. Wie gesagt, das Ziel ist es ja quasi, dass wir eine komplette Riege an Villagern haben, mit denen wir alles machen können. Das heißt, wir haben einen Villager, mit dem wir Mending kaufen können, bei dem wir Protection 4 kaufen können, Frostwalker, alles. Das heißt, man muss nur noch hingehen, seine Emeralds kurz hochtraden, zack, 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 kauft sich vielleicht sogar schon verzauberte Rüstungsteile, craftet die zusammen. Easy as dead, Leute. Das soll auf jeden Fall das Ziel sein hier in Utopia. Dementsprechend machen wir das natürlich auch. Wir sollten wie so eine Art Marktplatz, finde ich, machen. Genau, wie Craft Tech 2 damals. Ja, also dass wir quasi so einen zentralen Platz haben, Leute, wo man dann sich alles kaufen kann. Das heißt, man muss sich nie wieder Sorgen machen um eventuelle Rüstungsteile und sowas. Man kann einfach hingehen, sich die Villager nehmen, zack, 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 grab die sich, Leute, kauft sich den Kram und gut ist. Wir sind doch gerade dabei, noch mal eine kleine OP-Farm zu bauen, Leute. Also ihr seht auf jeden Fall, es entwickelt sich hier echt einiges in Utopia. Und das ist ganz schön, dass es so gut vorangeht. Ich hätte nicht mitgedacht mit dieser Chaos-Truppe. Aber Leute, zu meiner Überraschung geht das Ganze doch ganz gut hier voran. So, passt mal auf. Ich gehe jetzt mal sonst hin, hol mir die ganzen Shakiri-Leute mal rüber. Die bauen wir dann nach vorne quasi direkt am Aufzug ein, stellen da ein Schild hin. Hier pattert deine Familie, liebe Grüße. Da würde ich auf jeden Fall darüber freuen. Wo haben wir sie denn? Hier vorne ist schon einer, mein Freund. Komm mal her. Du gehst auf jeden Fall schon mal ganz schnell hier raus, Brudi. Setz dich da rein, los. Rein da. Jetzt sitzen da zwei Villager drin. Du Affe. Jetzt muss ich dich umbringen. Raus, mein Boot. So, komm, Bruder, wir fahren. Auf geht's. Kann ich hier durch die Türen überhaupt durchfahren? Perfekto. Jetzt zwei habe ich da vorne schon, Kevin. Ah, hier ist noch einer. Oh, Bruder, du leider... Ja, dann bleibt ihr halt, komm, raus aus dem Boot hier, Alter. Ach, jetzt habe ich den Iron Golem wahrscheinlich wieder getriggert, wa? Mann, das wollte ich doch gar nicht. Gottes Willen. Junge, die Zombies sind hier auch richtig. Die wollen da auch mitmachen. Junge. Die sind richtige Spanner. Die kommen so ein bisschen wie Mo vor. Oha. Die schwimmen die ganze Zeit an den Zäunen und gucken so rein. Ja, die wollen ja zuschauen, wie hier Bang Bang geht, ne? Du weißt. Vielleicht hat die Mo sogar entsendet mit so einem Camcorder. Der Geist ist krank. Dass sie aufnehmen für ihn. Genau, hier vorne haben wir noch einen. Hier vorne haben wir noch einen. Das sind, glaube ich, vier Shakiris, die wir auf jeden Fall jetzt rüberbringen müssen. Da wird sich Patrick auf jeden Fall drüber freuen, Alter. Warum wollen die denn nichts verkaufen, Kevin? Was ist denn mit denen? Wieso wollen die einfach nicht arbeiten, diese Villager? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Diese das sind so, das ist die, ey, das ist so eine Assi-Familie, Alter. Das ist so eine Familie, die einfach nicht arbeiten will, weißt du? Oder die sind erschöpft, weil die von der Kohlemine kommen. Weil die haben ja so eine Spitzhacke. Ach, das sind Miner, glaube ich, ne? Ja, kann sein, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht genau. Was machen Miner? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die gar nicht. Wow, vorsichtig, das ist direkt eine Spinne bei denen. Iron Golem, bist du aggressiv auf mich? Nein, danke schön.
Korrekt von dir. Dann fahren wir die mal ganz kurz alle rüber zu uns, Leute. Und dann sperren wir die ganz kurz mal vorne unten ein. Ich bin mal gespannt, ob Patrick sich überhaupt darüber freut, Alter, dass ich seine Familie quasi aus diesem Elendslager da vorne rausgeholt habe. Ja, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, Leute. Ich mache das halt nur für ihn, so, nicht aus anderen Gründen. So, Leute, dann bauen wir hier so eine kleine Unterkunft für die, ne? So, kommen hier die ganzen arbeitslosen Drecksvillager auf. Seid ihr selber schuld, wenn ihr es schafft, Alter. Los. Komm aus dem Wasser raus, mein Freund. Aus dem Wasser raus. Geh an Land. Brauchst gar nicht weglaufen. Komm zurück. Komm, hier ins Boot rein. Wir fahren dich darüber zu deinem Kollegen. Komm, geh hier rein. Rein da. Rein. Nein! Der andere läuft. Nein! Der will nicht ins Haus. Nein! Nein, die laufen wegen Zombie weg. Hier ist Zombie wieder. Ich hab's getötet. Geh zurück, ihr Affen. Komplett wegen Zombie sind die weggelaufen. Geh in dein Haus. Komm, du bist ja sicher. Komm, alles gut. Okay, da sind noch zwei, ne? Komm, Kollege. Schade, dass die sich darin nicht vermehren, Alter. Das wäre natürlich geil, wenn wir da jetzt so eine richtig geile Asi-Familie hätten, Alter. Aber um die muss ich auch gekümmert werden. Wisst ihr, Leute, das äthiopianische Sozialsystem ist sehr, sehr gut. Wir kümmern uns auf jeden Fall um alle und Bedürftigen. Wo ist der Eingang hier? Ja, ja, genau. Einfach irgendwo da reinsetzen. Das passt schon. Komm rein. So, jetzt hole ich noch hier den vierten. So. Bin mal gespannt, wie Petter darauf reagiert. So. Bin auch gespannt. Ich hoffe, der wird dankbar sein dafür, dass wir das gemacht haben. Sozialbau der Familie Shakiri. Bitte nicht füttern. Ja, sonst wollen die immer mehr. Diese Villager wollen nicht arbeiten. Wieso, frage ich mich. Dann gehe ich noch ganz kurz hier mal ein paar Fackeln holen. Wir haben hier noch genügend Leute. Und dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufgeräumt in der Folge bei den Villagern da vorne. So, schaut euch das an, Leute. Der Sozialbau steht. Das sieht auf jeden Fall echt sexy aus, würde ich sagen, Leute. Ist auf jeden Fall ein architektonisch sehr hochwertiges Gebäude. Kann man nicht anders sagen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Leute. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben auf jeden Fall Familie Shakiri sicher ausgelagert quasi in ein eigenes Haus. Das haben sie auch verdient. Sie haben sich das echt verdient, Leute. Die werden auf jeden Fall von mir noch eine richtig krasse Villa und sowas bekommen. Ich bin mal gespannt. Ich möchte so ein ganzes Hochhaus eigentlich mit denen bauen, Leute, wo nur solche Villager drin wohnen, die nicht arbeiten wollen. Wird auf jeden Fall ganz witzig, Leute. Sozialbauprojekt ist dann das nächste Ding, was wir machen. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser wunderschönen Folge. Schaut auf jeden Fall mal mit Tea Time vorbei. Das war's. Macht's gut. Haut da rein. Küsse rechts, links. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.